Tja, wie Sie hören, hören Sie nichts. Und er fährt tatsächlich, denn dieses Auto ist der erste voll elektrische Cupra mit einem Verbrennungsmotor noch mit drin. Zumindest mal einer, der komplett ohne Motor fahren kann, also ohne Verbrennungsmotor. Hier ist Marc Zirol. Er lacht wie ein Honigkuchenpferd, denn das hat wirklich noch gefehlt. Ein Plug-in-Hybrid, das bedeutet, der kann rein elektrisch fahren, richtig? Genau so ist es. Servus Sven. Hi. Natürlich habe ich mich hier brutalstens drauf gefreut. Wir haben endlich den Cupra und den als Plug-in-Hybrid. Die Nachfrage war schon da, da haben wir den noch gar nicht hier stehen gehabt. Und jetzt ist er endlich da, jetzt können die Leute ihn live erleben und anfassen und fahren kommen. Hier ist er. Da steht er, wenn ihr mal beide vielleicht mal zu mir kommt und nicht durchs Bild rennt. Das ist lieb, denn ich zeige das Auto mal. Der hat jetzt was ganz Besonderes. Ihr habt den natürlich folieren lassen. Nee? Nee, das ist unser erstes Fahrzeug, das grau matt lackiert ist. Und das kannst du ab Werk auch so bestellen. Okay, das heißt, man sollte hier mit einer entsprechenden Politur ein bisschen vorsichtig sein? Ja, also mit Politur vorsichtig sein. Waschanlage, also da brauchst du natürlich eine spezielle Pflege für den Lack. Also es gibt von uns bei der Auslieferung und auch gern natürlich beim Verkaufsgespräch eine komplette Erklärung und eine Erläuterung, wie die Farbe zu pflegen ist. Und dann ist es auch kein Hexenwerk. Also ich habe schon mehrere Mattfahrzeuge gehabt. Gar kein Problem. Das ist eine ganz geile Farbe. Man könnte den natürlich jetzt wieder glänzend folieren. Das könnte man natürlich, aber ich glaube, so verrückt ist keiner. Ist der geil. Der ist ohne Witz, der ist matt lackiert. Der ist matt lackiert und das ist natürlich, wenn man jetzt die Klavierlacke an den Scheiben und so sieht oder auch am Spoiler oder an der Dachreling, da sieht man erst, wie das absticht und wie dieses Matt dann rüberkommt. Also es ist einfach Hammer, absoluter Hammer. So, wir haben nämlich extra spät abends gedreht, denn Black Cars look better in the shade, im Schatten. Das ist so, ich zeig's mal gerade von hinten, das ist jetzt ohne Witz, das ist ein Plug-in-Hybrid. Ja, das ist ein Plug-in-Hybrid, genau. So, das heißt die Reichweite ungefähr? Reichweite sind rein elektrisch um die 70 Kilometer. 70 Kilometer, ja. Okay. Darf ich dem sagen, dass er rein elektrisch fahren soll? Ja, das kannst du einstellen. Also es gibt mehrere Modi im Fahrzeug, dass du im Hybrid-Modus fahren kannst oder eben im Eco-Modus, wo er dann elektrisch fährt. So, jetzt ist ja normalerweise das so eine Sache, wo die Leute sagen, ja, das machen die ja nur so Mild-Hybrid, um die CO2-Werte ein bisschen nach unten zu bringen. Das hier ist ein richtiges Elektroauto, was ich zum Beispiel auf Kurzstrecken, wenn ich so, ich sag mal, am Tag so 30, 40 Kilometer fahre, kann ich ihn komplett elektrisch fahren. Genau so ist es. Wenn die Ladestation an der Arbeitsstelle dann verfügbar ist und dann kann man dort natürlich aufladen und kann auch nochmal elektrisch zurückfahren. Und wenn, wie du sagst, 30 Kilometer sind, dann packt das logisch ohne zu laden. Ja, das ist ganz wichtig. Das heißt, es ist aber so, wenn ich dann Vollgas-Kickdown mache, dann geht der Motor mit? Dann geht der Motor mit, also der schaltet dann hinzu und du siehst im Cockpit steht dann immer in blau die Schrift mit dem Boost. Mit dem Boost, das heißt Cupra steht für die Tradition von sportlichen Fahrzeugen, Seat sowieso, aber Cupra extrem sportlich. Inwieweit erhöht denn der Elektromotor die Gesamtleistung hier bei dem Auto? Der liegt dann bei 245 PS. Echt? Und ja. Das musst du erlebt haben. Wir werden da im Anschluss mal noch eine Testfahrt machen. Das machen wir zweimal wieder und gucken uns das an, weil du musst dir erleben, wie dieses Auto geht. Ja, das letzte Mal haben die Leute sich beschwert darüber, dass ich so geschrien habe wie so ein Mädchen. Ja, da waren wir unterwegs im Formentor. Im Formentor, genau. Haben gemacht dieses Kickdown-Ding da. Heißt nochmal wie? Die Launch Control. Launch Control ist das, ja. So, hier steht jetzt A+. Das ist ja krass. A+, 1,6 Liter. Auf 100 Kilometer. Es ist krass. Absolut geil. Und jetzt guck mal da rein, wenn du das Auto öffnest. Und das ist jetzt auch klasse, dass es schon am Abend ist. Weil dann siehst du die ganze Beleuchtung von dem Fahrzeug. Egal, was wir hier uns dann angucken, es sieht einfach nur wahnsinnig geil aus. Genau. Ich zeig's mal gerade nochmal von vorne, weil da das Licht gerade anging. Das ist so die Standgas-DNA, die er im Moment hat. Sound ist auch okay? Ja, der Sound ist auch okay. Selbst im Elektromodus haben wir einen Sound, wie nennt sich das Teil? Generator. Soundgenerator. Und der wird dann dafür sorgen, dass man auch außen noch was hört, sodass die Kinder auch zum Beispiel beim Überqueren der Straße dieses Auto kommen hören. Genau, der hat jetzt ein großes Schiebedach. Das geht über die komplette Breite, oder? Das geht über die komplette Breite bis hierhin auf. Okay. Und der Rest ist dann beleuchtet. Wenn du mal gerade so lieb bist, nochmal hier anmachst, das ist auch cool. Das sieht es sieht in echt viel geiler aus, oder? Es sieht in echt viel geiler aus, als wenn man hier nochmal aufmacht, sieht man, wie das nach außen läuft. Einfach geil. So, das ist ja auch nicht orange, wie hier auf dem Video, es ist tiefrot. Und hier vorne sieht man ein Logo mit allem drum und dran. Das Auto habt ihr jetzt wie lange? Zwei Tage, leider erst. Aber jetzt mal ist er da.
Genau, wenn du mal kurz hinten aufmachst. Ja. Das ist jetzt ein Mogelkombi oder geht's? Nein, das ist ein richtiger Kombi. Das heißt, man kann richtig was einladen. Der hat natürlich eine gewisse Schräge mit drin. Das ist ja kein Volvo oder etwas älterer Volvo, sondern man hat hier leichte Einschränkungen, natürlich aufgrund der Aerodynamik nach hinten. Das zeige ich mal gerade, das muss man ehrlich sagen. Aber es geht mehr rein als in der normalen Limousine. Ja, natürlich. Jetzt aber die Literzahl, die kann ich euch nicht genau sagen. Da muss ich mich nochmal wirklich belesen. Aber wie man hier sieht, hier ist schon Platz für ein Elektrofahrzeug als Kombi und vor allen Dingen als Sportkombi. Ich muss ja ganz klar sagen, es ist hier kein klassischer Kombi, es ist ein Sportler. So, wir schauen uns das Auto mal innen an. Ja, das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Ich war begeistert, als ich die Tür aufgemacht habe. Schau dir das an, wie hier die Licht... Das ist natürlich immer im Video schwer zu sehen. Warte mal, ich mach mal gerade die LEDs gehen ja durch das gesamte Fahrzeug, über die mittlere Armaturentafel bis auf die andere Seite. Und das ist einfach nur richtig geil. Es ist jetzt schon relativ dunkel, muss ich sagen. Es wird ja relativ früh dunkel. Wir haben extra gewartet, bis es ein bisschen dunkler ist. Hier vorne siehst du auch, wenn du anmachst, da vorne im Cockpit, da sind die kleinen Dreiecke mit drin. Die haben einen Namen, die Dreiecke? Nein. Dreiecke. Dreiecke. Von Kuba. Ja. Okay. Noch mit der Beleuchtung hier in der Tür. Wenn der Marc nochmal... Ah doch, man sieht sie ja hier. Ja. Also es sieht nicht nur scharf aus, sondern es ist gleichzeitig auch, wenn du das Auto im Auto drin hast, der Totwinkelassistent. Also okay, heißt, der blinkt dann, ne? Das leuchtet dann auf und dann hast du das nicht wie bei anderen Modellen noch im Außenspiegel drin, sondern hier die Warnung. Ja, das haben wir auch gezeigt beim Formentor, haben wir das gezeigt. Und hier ist ja auch noch LED-Licht drunter, wie man sieht. Also hier ist nochmal eine separate LED-Leiste drin und diese Beleuchtung kann ich in 8 verschiedenen Farben wählen. So, du bist jetzt gerade eben elektrisch angefahren, das heißt, der startet immer elektrisch? Ja, also startet ist genau das Thema. Als ich das erste Mal drin gesessen habe, dachte ich, warum startet der Motor nicht? Ja, der war ja schon an. Ne? So, der Michael wird sich mal nach hinten setzen, der muss nämlich ein bisschen was erklären, wenn der Marc nämlich ein paar Gadgets jetzt anwirft. Wir steigen mal ein. So, das ist eigentlich so das Fahrzeug, was man kennt, so innen drin, oder ist er auch schon anders? Nee, du siehst jetzt hier keine großartigen Unterschiede zu einem herkömmlichen Benziner bei uns, wie zum Beispiel der Formentor. Du hast hier von der Mittelkonsole das Navigationssystem. Das sieht in dem Cupra hier immer so aus, weil der auch schon als Hybrid immer schon das Navigationssystem und das virtuelle Cockpit drin hat. So, ich hole mal kurz mein Bein rein und dann machen wir mal an. So. So, ich drücke nur hier auf Start, dass nur mal die Zündung angeht. Okay. Und jetzt ist die Zündung an und dann sehen wir auch schon, dass das Entertainment-System hochfährt, dass das virtuelle Cockpit an ist. Und jetzt können sie im Prinzip schon losgehen. Wow, das heißt, man hört nichts. Und wenn du jetzt mal ganz leicht nach vorne fährst, da hat er keine Kennzeichen, bleib mal hier auf dem Weg. Ja, ich habe jetzt ja nur die Zündung angemacht. Jetzt drehe ich die Bremse dabei, drücke nochmal auf Energy. Jetzt ist der Motor an. Jetzt gehe ich hier in D rein und würde quasi losfahren. Oh, man hört nichts. Stopp. Gar nichts. Stopp. Gar nichts. Ich will nicht, dass das Gelände genauso verlässt. Genauso rückwärts. Echt? Der hat doch Rückwärtsgang. Natürlich. So, mit Rückfahrkamera. Mit Rückfahrkamera, ja. Du hörst nichts. Der Motor ist aus. Ja, der Motor ist aus. So, die Reichweite, wo ist die zu sehen? Die Reichweite ist einmal hier mit dem Batteriebetrieb. Wir hätten jetzt noch 20% Batteriestatus. Okay. Und dann haben wir ganz normal hier rechts dann den Kraftstoff. Und du kannst auch noch im Cockpit das individuell einstellen, wie wir das jetzt hier getan haben. Hier vorne im Kombi-Instrument links. Ah, warte, nochmal zurück, Marc. Mhm. Weil dann siehst du die Reichweite eben von der Batterie. Mhm. Und noch vom Benzin. Da siehst du jetzt links 10 Kilometer Restreichweite Benzin und 230. Genau. Ja. Also 10 Kilometer Batterie und 230. Ach so, okay. Ja? Ich sehe es gerade. Das heißt, er hat zwei Instrumente drin. Der zeigt also einmal die elektrische Reichweite. German Angst brauche ich hier nicht zu haben. Das bedeutet, warte mal, ich mache mal Licht an, damit ich schön sehe. Der Marc. Ich sehe nichts mehr. Die gute alte deutsche Angst der Reichweite kommt hier nicht zum Tragen. Das heißt, ich kann ihn laden per Plug-in-Hybrid, habe noch einen Motor mit dabei. Ist der Motor sehr schwer? Schleppe ich den dauernd mit? Bei 1,7 Liter ist schon eine Ansage. Man schleppt den Motor natürlich mit. Ich kann ihn ja nicht erst, wenn die Batterie leer ist, nochmal einbauen. Aber er ist ein ganz normaler Vierzylinder mit 1,4 Liter Hubraum. Und der ist natürlich wesentlich leichter wie die 2 Liter Triebwerke. Und daher schleppt man nicht unnötig Gewicht mit. Okay, das heißt, der Motor ist ein bisschen kleiner. Dafür hat er einen Elektromotor mit dabei. Vierrad, Allrad oder geht das komplett über die Frontachse? Der hier hat jetzt... Oh, das ist eine sehr gute Frage. Jetzt hat er uns... Gott. Ich würde im Moment sagen, es ist ein Fronttriebler. Aber wir gucken dann lieber nach und...
So, der ist auch so neu. Ich muss dazu sagen, wir haben gerade eben die Videos gedreht von dem Leasing-Angebot von Formento. Wir nennen mal keinen Preis. Und dann war der gerade da. Ja, der stand hier. Und ich habe zu dir gesagt, den drehen wir heute Abend noch. Und genau. Was hast du gesagt? Ich kenne das Auto nicht. Bitte nicht, ich kenne das Auto noch gar nicht. Der ist erst seit 2 Tagen hier. Ne? Aber auch hier, wenn wir jetzt gerade bei der Jalousie sind, ich habe mir so angucken, wie das geht. Auch das ist nur noch ein Touch. Ja, wir gehen nur noch hier per Touch drüber. Sehr süß. Stoppen es dann. Ne? Genauso würde auch das Schiebedach dann aufgehen. Rechts und jetzt. Toll, jetzt regnet es auf meine Kamera. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. So, Preis, der ist wahrscheinlich sündhaft teuer. Es gibt auch eine Förderung für den? Wir haben eine Förderung. Die kriegst du vom deutschen Staat. Das sind bei dem Auto 4.500 Euro, die du als Förderung bekommst. Und der Hersteller gibt natürlich auch nochmal was dazu. Okay, das heißt, die Förderung, die muss ich beantragen, die kriege ich dann vom Staat zurück? Genau, die Förderung gibt es dann vom Staat zurück. Da wir das in Kombination rechnen, sind wir selbst erschrocken, als wir die Leasingraten für dieses Fahrzeug uns zusammengestellt haben, weil das Auto echt dann verdammt billig ist. Heißt? Wir waren bei den Cupras Plug-in immer so bei 200 bis 250 Euro. Jetzt immer noch? Immer noch. Immer ich noch. Dachte, es gab schon Plug-ins von Cupra. Nee. Wir haben ja schon welche verkauft, bevor er überhaupt da stand. Klar. Nein, aber es gab ja nur diesen. Es gab vorher kein Vorgängermodell. Nein, kein Vorgängermodell. Aber wir haben die Autos verkauft, ohne dass die Leute sie gesehen haben. Echt? Das machen die? Ja. Okay. Jetzt ist die Lieferzeit, ist wie viel? Obwohl ich da vorsichtig bin. Nicht dass er wieder 500... Guck mal, hier ist ganz interessant. Hier sieht man jetzt, welche Sitzplätze belegt sind. Jetzt hat der Michael sich mittig gesetzt. Wenn der Michael nochmal kurz auf den linken Sitz rückt, hinter mich, und schon sehen wir, aha, zack, der Sitz ist belegt. Ne? Sitzerkennung für die Gurtanschnallpflicht. Bei meinem dicken Popo können wir auch beide mal angehen. So, da unten ist die Rekuperation. Großes Thema. Kann der rekuperieren mit der Bremse? Ja. Kann er? Das macht er und das merkst du beim Fahren auch, ja. Okay, das heißt, das kann ich einstellen, wie stark er rekuperiert. Denn also du kannst es hier einstellen, wenn der Marc jetzt mal gerade im Display hingeht. Hier? E-Info, gerade links, E-Info. Ach so, E-Info, Moment, ja. Ich gehe nochmal zurück. Fahrzeug. Das Fahrzeug sagt dann hier Batterie. Und hier ist die Lade und hier ist Hybrid. Ne? Ja. Genau. Und du kannst auch vom Akku, den kannst du auch sperren, dass immer eine Batteriereserve, wie jetzt hier immer von 20% drin ist oder 10%, 50%, das kannst du individuell einstellen. Und links auf dem E-Mode fährt er dann rein elektrisch. Es sei denn, dann drückst du das Gaspedal komplett durch und dann schaltet er auch den Benziner dazu. Aus Sicherheitsgründen. Das heißt, dass du also die Flucht nach vorne antreten kannst, wenn mal es ist. Ganz genau. Das ist so. Ist die rein elektrische Reichweite mit einer Höchstgeschwindigkeit verbunden? Weißt du das? Das kann ich dir noch nicht sagen. Das kriegen wir raus. Also wir machen Probefahrt, großes Video. Haben Leute ja immer schon verlangt, dass wir das machen. Das hier war jetzt mal so ein First Preview praktisch auf das Auto. Es wurde ja schon vorgestellt, aber noch nicht vom Markt zu holen, muss man sagen. Also unsere Probefahrten sind weltweit bekannt. Wenn ich anfange zu schreien, dann... Definitiv. Und ich würde mal sagen, wir gucken jetzt mal, wie es mit der Zulassung vom Fahrzeug klappt, wann er zugelassen ist und dann gehen wir mal eine Runde fahren mit dem Auto. Ja, das machen wir und mal. Auch wenn der Marc und ich jetzt hier so ein bisschen schwimmen, ich musste einmal noch dazu sagen, es war ja vorgesehen, dass unser Verkäufer, der sich hier perfekt auskennt, das Video macht, der hat jetzt aber wieder Kundschaft. Also wir haben natürlich Verkäufer, die sich perfekt in- und auswendig hier auskennen. Ja, klar. Ja, klar. Du, wir haben dieses Jahr so viele Modelle vorgestellt und wegen der Corona-Pandemie haben wir ja die ganzen Schulungen, die wir normal genießen die gab's können, nicht, gell? Die gab es ja nicht. Das heißt, wir bringen uns die meisten Sachen dann selbst bei und so haben wir natürlich, unser Verkaufsteam hat der Herr Scheer so aufgestellt, dass wir da immer für jedes Fahrzeug dann auch absolute Spezialisten haben, die dann auf dieses Fahrzeug explizit sich geschult haben. Das ist der da. Das ist der Herr Scheer, der Michael, ja. Weil das ist anders, ist das gar nicht machbar, dass wir die Autos aus dem FF dann können. Ne? So, super. Ja, hier vorne, es lässt sich sogar dieses Licht da, warte mal, ich mache nochmal aus, ja, jetzt ist nämlich noch dunkler geworden. Ja. Da kannst du nämlich die Farbe auch frei programmieren und die Intensität, glaube ich, sogar. Ich zeige euch mal die Farbe, die ambiente Beleuchtung, hier sind die verschiedenen Lichter und dann können wir das dann ganz individuell umstellen. Ne? Was ist das jetzt für ein Cupra? Es gibt noch einen etwas kleineren Cupra oder ist das der kleinste? Einen kleineren Cupra, ja, meinst du von der Form her, also Fünftürer? Nee, genau, von der Form her. Ja, da gibt es den Fünftürer. Ne? Also dieses Fahrzeug. Also nicht als Kombi, sondern. Genau, nicht als Kombi, nicht als Sports Tourer, sondern dann wirklich als fünftürige Limousine. Das ist ein Leon Cupra. Leon Cupra und das hier ist der Leon Cupra Sports Tourer. Okay, verstanden. So, und da kann man es einstellen.
Genau, hier kann man es einstellen. Jetzt hätten wir hier individuell. Jetzt holen wir hier mal Klamm, dass wir mal ganz andere Farbe vorne sehen. Jetzt sehen wir Blau. Nicht Kalm, Klamm, Kalm. Kalm, Entschuldigung, Kalm, ja natürlich. Kalm heißt runterkommen. Calm down. Calm down, chillen. Ja? Klammer. Aber ich glaube, das ist das falsche Auto zum Chillen immer. Schön. Also, es ist bezahlbar. Das heißt, eine Rate kann man rechnen, so um die 250 Euro. So ist es. Das kriegt man hin? Oder schon, ne? Ne, das bekommen wir hin. Wir haben es ja hinbekommen und haben dann uns wirklich gewundert, dass das trotz diesem Plug-in-Hybrid funktioniert. Mhm. Und hier müssen wir natürlich sagen, dass die Förderung vom Staat hier dementsprechend auch was dazu leistet. Ganz klar. Okay. Kriege ich hierfür ein E-Kennzeichen, wenn ich will? Ja, das bekommen wir, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt entsprechender Funktionär bin bei den Grünen, bin Bürgermeister und will mich erkenntlich zeigen an der Umwelt, mit E-Kennzeichen würde gehen. Genau, du kannst das E-Kennzeichen dann nehmen bei dem Auto. Das hat ja auch einen Vorteil, wie jetzt hier bei uns in Saarlouis, kannst du mit dem E-Kennzeichen zum Beispiel kostenlos parken. Echt? Ja, mal sehen, wie lange das noch geht. Aber bis es viele E-Autos wahrscheinlich gibt. Da geht das nicht mehr. Ja, vielen, vielen Dank. Es gibt einiges zu sehen. Also ich verweise dazu mal auf unser Video. Wir machen noch ein Fahrvideo dazu. Das hier war mal so ein erster Eindruck. Wenn du mal vorne aufmachst, mach mal auf. Ich will mal sehen, ob da irgendwas anderes ist. Beim Motorraum. Ja, das ist jetzt was ganz anderes. Denn wenn wir schon mal hier sind und ich meine Lampe ausgepackt habe, wo ist der Herr Scheer? Hier ist der Herr Scheer. Er kommt. Bei jedem Seat und Cupra immer mittig von der Motorhaube ist dann der Hebel zum Öffnen. Und hier sehen wir dann natürlich was ganz anderes. Hier haben wir den eben angesprochenen 1,4 Liter Vierzylinder Benzinmotor. Und hier ist dann quasi das Aggregat für den Elektroantrieb. Das sieht geil aus. Ja. Also auch das sieht so aus, als wären hier die Kabel, als wären das hier Zylinder. Ja. Auspuffanlagen. Da könnte man fast so sagen, ja. So sieht's aus. Nein, ich meine, man hätte es ja auch anders machen können. Man hätte es auch verstecken können, aber das ist hier, ist auch schön gemacht, so optisch. Wenn das so siehst, so rechts an der Seite, das ist praktisch so der Motor mit dreimal Strom und sechsmal Stromkabel hier drin. Hier vorne sieht man noch ein bisschen, das heißt, überall da, wo orange ist, am besten nicht mit der Schere rein. Ne? Nee, die weglassen, ja. Ich glaube, hier hat es ja hauptsächlich auch nochmal mit der Performance des Fahrzeugs zu tun. Wir müssen natürlich gucken, wenn wir sowas einbauen, dass die Balance des Fahrzeugs so ist, wie sie jetzt auch sportliches Fahren ermöglicht. Ne? Sowohl die Batterie im hinteren Bereich als auch hier vorne dann die Antriebstechnik drin, weil das Auto ist ja immer noch ein High-End-Sportler und macht richtig Spaß und muss daher auch ausbalanciert sein. Also, jetzt habt ihr die Möglichkeit. Ihr könnt also jetzt endlich mal mit gutem Gewissen einen Cupra fahren, wenn jemand Wert legt auf geringen Spritverbrauch, auf Umweltfreundlichkeit. Er kann auch die Tankstellen eliminieren, wenn er regelmäßig nicht mehr wie 60, 70 Kilometer fährt oder ich sag mal 50, also das auf jeden Fall. Und das Coole ist, man kann beim Berg runterfahren noch Energie rekuperieren. So ist es. Die 70 Kilometer Reichweite, die sind schon nach WLTP, also die sind tatsächlich realistisch. Okay, super. Ja, da steht er. Stellt euch mal kurz daneben. Denn das hier ist es wirklich wert, dass wir mal ein Gruppenbild machen. Einmal links der Michael Scheer und rechts der Marc Zürrull vor dem neuen Leon Plug-in-Hybrid der Sportstourer. Und da steht er. Den gibt es aber auch als Plug-in-Hybrid, als normale Limousine oder erstmal nur in Sportstourer? Nee, als normale Limousine auch. Hier, der ist halt jetzt als erstes gekommen, der Sportstourer. Aber als normale Limousine gibt es ihn auch. Und hier müssen wir nochmal ganz klar sagen, es ist der Cupra Leon Sportstourer Plug-in-Hybrid. Der Cupra Leon Sportstourer Plug-in-Hybrid. Genau. Okay, prima. Das ist nämlich ganz wichtig, ist eine eigene Marke im Seat-Konzern. Genau. Und die hat es auch verdient, dass sie extra erwähnt wird. Da steht sie. Tschüss, vielen Dank. Achso, Marc Zürrull aus Saarlouis. Ja, aus Saarlouis, Fasanenallee 48 und natürlich in Saarwellingen die Karl-Friedrich-Strauß-Straße 2. Nicht zu erwähnen, aber ganz wichtig, die Leute kommen aus ganz Deutschland zu euch. Du bist einer der erfolgreichsten Seat-Händler Deutschlands. Du liebst die Marke, du verkaufst nur Seat? Nur Seat und Cupra, also nur diese zwei Marken aus dem Volkswagen-Konzern. Genau. Ja, sehr schön, da steht er. Vielen Dank, Michael Scheer und Marc Zürrull. Tschüss. Tschüss. Ciao.